Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Alaska und der 500er Karte. Wir haben Tag Nummer 14 und wir stehen auf Rang 58 mit 10 Siegpunkten. Endlich die 10 geknackt und wir sind auch endlich gelandet in Jakutien. Lange war es geplant, heute ist es passiert, gestern sogar schon eigentlich, da konnte ich aber leider nicht aufnehmen. Und damit ist Oelen unser und wir landen hier nur so große Mengen an Truppen, Artis, alles ist dabei und wir bewegen uns bereits vor Richtung Beringowski, der Hauptstadt von Jakutien, und wir werden hier langsam dann alles einnehmen und das Stichwort ist langsam, denn wir brauchen hier alleine schon 9 Stunden, um hier lang zu laufen. Die Provinzen sind riesig und wieder mal werden wir hier gepunished von unserer Location, weil das hier ist ein riesiges Gebiet, das sind hier irgendwie nur 8 Provinzen und in der gleichen Größe hier unten sind das einfach mal irgendwie 50 Provinzen. Also ja, ihr wisst, das Problem ist das und das haben wir auch völlig bewusst so entschieden, dass wir hier hingehen wollen. Es macht einfach Spaß, hier oben zu spielen, aber wir werden überhaupt nicht competitive sein mit diesen kleinen Provinzgrößen. Das ist einfach überhaupt nicht machbar. Also, wir sind hier ja sehr erfolgreich, haben auch Anchorage besiegt übrigens. Auch das ist passiert, das war ja auch sehr wichtig. Oh, ich sehe gerade hier oben, muss dringend eine Garnison hin. Da muss ich ganz kurz mal gucken, dass wir hier Truppen hinbringen. 3 Stunden wird eng. Das habe ich mich gerade eben noch gekauft von Aklavik, die Provinz Nuiksut. Und jetzt ist die von der Moral her ein bisschen doof. Doof. Müssen mal gucken, was da passiert, ob das gleich zurückfällt an See. Hoffentlich nicht. Und ja, wir haben Anchorage besiegt. Das war alles dann auch nicht schwierig. Die Festungen waren zum Glück nur sehr leicht verteidigt. Die Truppen haben sich durch die KI alle abgezogen. Das war also super. Und wir konnten sogar noch einiges an Material und an Infrastruktur hier erbeuten. Werden wir dann auch gut nutzen können für weitere Ausbauten. Und damit auch bauen wir bereits den ersten Hafen in Fort Alexander. Der wird in 2 Tagen fertig sein für unsere Produktion von Schiffen, die wir auch sehr dringend benötigen. Und wir werden dann auch einen Hafen bauen in Whelan und einen Hafen bauen in Nome. Oder Nome. Wir könnten auch einen bauen in Tunuak. Macht sogar vielleicht noch mehr Sinn, weil das eigentlich unser Hauptablegepunkt ist. Wir können nämlich unsere Artis von hier verschieben. Oder auch von St. Michaels aus. Also wir könnten eigentlich sogar 3 Häfen bauen für verschiedene Applikationen. Und einer in Whelan würde uns ja helfen für eben die Reduktion der Reisezeit aktuell. Oder das eben einen ganzen Tag von hier bis dort. Das kann man deutlich reduzieren. Auf einen halben Tag fast schon. Das wäre sehr schön, wenn wir das machen könnten mit den ganzen Infrastrukturmaßnahmen. Und wir werden dann auch noch hier drüben ausbauen müssen. Also Eisenbahnen werden hier natürlich ultra profitabel sein. Das ist, glaube ich, die größte Provinz im Spiel. Das heißt, eine Eisenbahn hier ist schon gar nicht mal so unschlecht für den Reiseweg. Und damit beginnt jetzt das Rennen um Provinzen. Leider hier drüben ist ja alles sehr aktiv. Ich denke, wir werden mindestens bis hierhin kommen. Mein Ziel ist auf jeden Fall mindestens das hier einzunehmen so. Vielleicht noch ein bisschen hier zu gucken, mal schauen. Kamtschatka wäre nice. Okhotsk ist ja theoretisch aber auch aktiv, müssen wir da aufpassen. Aber das hier wird unser Hauptbasispunkt sein, diese Provinz, weil das hier eine große Provinz ist mit einem Fort, kann man da eben gut schützen, auch mit EBGs und so weiter. Und dann kann man das hier aufbauen, eben zu einer absoluten Todesfalle für den Feind. Sie müssen hier vorrücken, langsam alles Stück für Stück einnehmen. Das wird unfassbar schwer sein, unter Einfluss von EBGs da vorzurücken. Das heißt, wir können hier das wirklich super gut alles mit Festungen versehen und uns hier dann verteidigen und auch Kamtschatka ausbauen als Operationsbasis für unsere Marine, für Flugzeuge, die hier bombardieren können. All das ist möglich. Ob es möglich wird gegen Henan, ist eine andere Frage. Die wollen uns ja nicht beitreten. Und ich suche weiterhin nach Allies hier drüben auch. Und ich bin jetzt fast schon gewillt, hier unten irgendwann mal Papua-Neuguinea einzuladen. Denn das ist die einzig wirklich aktive Nation, die ich hier sehe. Alle sind bereits irgendwo vergeben, bis auf Henan. Aber die würden uns niemals beitreten. Da sind wir zu klein für. Und die haben sicher auch schon Pläne, auch wenn sie keine Koalition haben. Und wirklich irgendwelche weiteren Nationen gibt es hier drüben gar nicht. Kubanen könnte man nehmen, klar, das wäre eine Option. Oder hier unten, Hejaz, sowas in der Richtung. Ich fühle es halt nicht. Wir bräuchten halt jemanden, der irgendwie hier ist. Jemand, der uns helfen kann. Und ich schätze mal, die könnten zumindest ein bisschen Zeit kaufen. Aber die würden auch viel lieber vermutlich der Australien-Koalition beitreten. Das würde ich auch mehr so sehen. Also eine Allianz hier ist eher weniger sinnvoll. Und vor allem sind auch deutlich bessere Leute hier. Und das ist eine große Koalition bereits, die ist schon, das ist schon stark. Also sehe ich halt auch die Nationen hier gar nicht bestehen. Die können ein bisschen Zeit kaufen und die werden dann auch besiegt werden. Dann sind wir direkt dann im Krieg mit der Koalition, also auch nicht so geil. Und ja gut, hier in Guyana könnte man einladen. Die haben keine Koalition. Aber die werden sich ja auch irgendwas anderem beitreten, oder? Also das ist doch auch nicht wahrscheinlich, dass die da uns nicht... wir können sie mal einladen, so ist nicht, aber die werden bestimmt selbst gewinnen. Also hier unten und wollen selbst dann noch weiter spielen und nicht mit uns spielen. Das ist so ein bisschen der Punkt, den ich habe, wenn Tamaulipas nicht beitreten. Warum wollen die nicht beitreten? Das verstehe ich nicht ganz. Warum wollen die nicht beitreten?
weil das wäre doch sinnvoll gewesen. Wisconsin, ich verstehe nicht, warum die nicht, gut, die sind sehr gut, die haben vielleicht andere Pläne, die wollen auf Solo-Sieg spielen oder so, keine Ahnung, das wäre aber auch gut gewesen. Wir sind spät dran, muss man sagen. Durch unsere zwei großen Koalitionsmiseren sind wir sehr spät dran, die meisten sind bereits vergeben, gerade die, die jetzt gut spielen, sind bereits vergeben. Wir sind sehr spät hier im Rennen. Wir können uns hier oben ziemlich festsetzen, wir können nervig sein, wir können lange überleben, aber wir werden, glaube ich, nicht mehr den Rundensieg spielen können, ohne dass wir jetzt einen großen Aller noch bekommen, mindestens, eigentlich sogar mehr. Wir müssen jetzt wirklich gucken, dass wir hier schnell eine große Koalition aufziehen. Tamaulipas, die hier und dann bam, 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 alles einnehmen. Also wir, die beiden hier, die hier und die hier und dann einfach Amerika einnehmen. Das wäre möglich. Dann wären wir aber mal sehr stark. Das wäre alles drin, dann könnten wir hier sehr schnell das vereinigen. Wir oben wären hier klein, würden nur so ein bisschen hier oben um die Region kämpfen und wir hätten eine große Koalition. Das wäre toll. Das wäre sogar dann Rundensieg würdig. Aber so wie es aktuell aussieht, wir sind gut unterwegs und unser Ally Point Moody macht das richtig gut. Auch hier drüben Aklavik rückt weiter vor. Alles schön zu sehen. Aber wir sind nur zu dritt. Das wird schwer, damit irgendwas zu machen. Also, ich werde es mal versuchen hier mit Kuban und mit Papua, aber das ist halt nur so ein Tropfen auf dem heißen Pflaster und auch weit weg. Das ist halt einfach nur dann Ergebniskosmetik. Wir sind weit hinten, unsere Koalition. Die Northern Lights hier auf Rang 6, 58. Immerhin nicht weit hinter The Americas. Das ist also okay. Wir sind auf halbem Weg zu Platz 2 oder noch nicht mal, sogar ein bisschen besser. Aber wir bräuchten jetzt dringend Allies und ich frage mich einfach, warum die nicht beitreten wollen. Das wäre doch sinnvoll, oder? Es wäre doch einfach cool. Hier drüben Fort Hope ist bereits vergeben. Atlantic Powerhouse. Na gut. Kann ich auch sehen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, also wir müssen mal schauen. Wir werden mal mit Point Moody weitersprechen. Leider haben wir auch da eben beschlossen, wir sollten Allies finden. Leider finden sich gerade keine. Das wird dann irgendwie noch eine Lösung finden müssen. Wir bauen übrigens auch unseren ersten schweren Panzer in Otko Wigamut. Der ist in 2 Tagen fertig. Level 4 Fabrik ebenfalls dann fertig. Ich habe mich auch dazu entschieden, in Fort Alexander erstmal keine Level 4 Fabrik zu bauen, weil der Hafen einfach elementar ist. Den brauchen wir jetzt dringend. Und wir könnten hier vielleicht sogar noch einen Panzer bauen. Ich sehe gerade, wir haben da eventuell die Mittel zu. Leider haben wir nicht das Öl. Das ist gerade sehr teuer. Gas ist auch ein Mangelprodukt weiterhin. Wir können gerade doch nicht so viel produzieren, wie ich wollte. Weiterhin das Energieproblem. Das wird sich auch erstmal nicht lösen. Wir finden nur sehr wenig. Hier ist Kohle und hier ist Gas. Aber auch nur einzeln. Wird gerade so ein bisschen das Richtung der Null schieben, aber auch nicht ganz. Die Gebiete sind bereits voll moralisiert. Wir finden hier einfach keine Energie. Hier ist nochmal Kohle. Wir werden also immer hier sehr um die Null rumtanzen. Das ist nicht gut. Unser Nahrungsplus wird größer werden. Das hilft uns aber nur. Ja, tertiär. Wir haben einen guten Verkauf. Der Export, der läuft. Der Preis ist aber auch gesunken, muss man sagen. Also wir werden leider nicht so geil produzieren können, wie ich es gerne geplant hätte oder wie ich es bereits geplant habe. Wir haben ja schon darüber gesprochen, hier von großen EBG-Festungen und so weiter. Das wird nicht passieren. Außer wir kommen bis hierhin, wo es ein Doppelgas gibt. Es wird schwierig. Also ich würde halt gerne das hier so haben. Das wäre schön. Diese Nation kann man noch angreifen. Die ist hier unten der Russia United as One Koalition. Okotsk selbst nochmal, Jakutien und Irkutsk. Die sind aber alle auch inaktiv, ne? Das ist also eher weniger wichtig. Die würde ich halt gerne einnehmen. Das Gebiet hier so. Auch als Puffer, dass wir eben uns zurückziehen können, sollten wir es brauchen, dass wir eben lange Vorwarnzeit haben, der Feind verlangsamt wird. Wir werden dann eben nicht hier vorne alles ausbauen schauen, werden erst anfangen hier auszubauen, hier dann ein paar Strongpoints zu haben. Das ist so die Idee, auch hier kann man gut aushalten. Und dann eben einfach Zeit schinden. Das ist der Plan. Das muss der Plan sein. Denn ja, China wird unser Konkurrent sein. Ich sehe auch erstmal nicht, dass die irgendwo Probleme kriegen würden. Klar, die Australien-Koalition gibt es noch, aber die könnten auch einfach China einladen oder sowas in der Richtung. Die werden auf Solo-Sieg spielen, sage ich. Und die haben ja keine Konkurrenz, weil hier ist ja immer chronisch alles AFK. So in Kasachstan, Turkmenistan, Usbekistan, Mongolei, die Region hier, Russland, Zentralrussland, ist immer AFK. Da will keiner spielen, weil es einfach boring as hell ist. Das ist halt einfach nicht so spannend wie Europa. Und das sind hier mal alle AFK und dadurch hat jetzt eben China hier eine weite Area, in der sie keinen Feind fürchten müssen. Niemand ist so groß wie sie, Europa ist noch weit weg, sind noch ein paar Tage dauern, bis die ankommen hier drüben. Und am Ende könnten die sogar sie einladen. Also ich denke mal sogar, dass es Sinn machen würde, wenn die und die zusammen spielen. Mit denen hier vielleicht noch, sowas in der Richtung. Das kann halt einfach sein, ne? Das ist absolut schwer zu vermuten jetzt. Aber das wäre auch eine sinnvolle Allianz, das würde jetzt schon Sinn machen. Dann wären sie absolut unstoppable. Und werden mit Abstand die größte Koalition sofort. Wir blicken mal kurz in die Punkte und sehen uns das mal an. Und sehen den Beweis, Henan, Kalabria, Griechenland, na die ersten drei, die wären bereits bei 300 Punkten fast. Also das ist halt schon viel. Da könnten wir wenig gegen machen.
Das heißt, die werden sich dann sehr auf uns konzentrieren können. Das wäre der erste Feind, der ihnen gefährlich werden würde. Hier oben, Sibirien ist halt nur groß am Aussehen, aber nicht wirklich groß. Die Provinzenzahl ist sehr gering, die wirkt nur groß, die Nation. Also wir wären hier eins der ersten Opfer. Daher eben auch der Plan, dass wir uns wirklich jetzt voll und ganz auf diese Abwehr konzentrieren. Aber ihr kennt den Plan, wir haben ihn oft genug durchgesprochen. Und jetzt beginnt eben diese Ausführung, langsam, aber sicher. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.